Rentner bekommen demnächst 13 Monatsrenten im Jahr. Das ist zumindest eine Forderung des Seeheimer Kreises in Thüringen. Was es mit diesen 13 Monatsrenten auf sich hat, das erfahren Sie in diesem Video. Daher, wenn Sie Interesse dran haben, unbedingt dranbleiben. Vorher aber noch ganz kurz in eigener Sache. Mein Team hat mir erzählt, dass von all den Zuschauern, die regelmäßig unsere Videos schauen, lediglich 20% den Kanal abonniert haben. Die anderen 80% nicht. Daher eine kleine Bitte von uns an dieser Stelle. Abonnieren Sie doch gerne den Kanal. Das kostet Sie außer ein paar Mausklicks natürlich überhaupt nichts. Aber Sie machen meinem Team und mir damit eine sehr große Freude. Und wenn der Kanal wächst, werden unsere Videos auch anderen Interessierten regelmäßig vorgeschlagen. Sie helfen damit dementsprechend auch anderen Interessierten, Gleichgesinnten, anderen Rentnern. Daher, wenn Sie möchten, uns würde es freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Nun aber endlich los mit der Thematik. Der Seeheimer Kreis in Thüringen fordert 13 Monatsrenten für die Rentner in Deutschland. Was hat es damit auf sich? Nun, ich nehme Sie da einfach mal mit auf meinen Laptop. Da ist ein Artikel von der Zeit Online. Den gehe ich gemeinsam mit Ihnen durch. Da ist genau diese Forderung drin. Ich werde die dann zwischendurch immer kurz kommentieren. Denn an der Stelle sei vorweg schon gesagt, die Bundesregierung hat ja das Rentenpaket 2 auf den Weg gebracht. Bedeutet kurz gefasst, es soll Geld, 200 Milliarden in Summe bis nächsten Mitte 30er Jahre, am Kapitalmarkt angelegt werden, und damit soll zum einen das Rentenniveau stabilisiert werden bei diesen 48% und die Beiträge sollen möglichst niedrig gehalten werden. Aber an der Stelle sei auch gesagt, was bringt es Ihnen als Rentner, die jetzt bereits in Rente sind? Ganz kurz, gar nichts. Ihnen bringt dieses Rentenpaket 2 0,0. Sie sind in Rente, Sie erhalten Ihre Rente in der entsprechenden Höhe und dieses Rentenpaket 2 hilft Ihnen keinen Schritt weiter. Sie bekommen im Juli Ihre Rentenerhöhung. In welcher Höhe ist noch nicht bekannt. Gibt der Arbeitsminister Ende des Monats dann in den Medien frei. Aber wie gesagt, das Reformpaket hilft Ihnen nichts. Das ändert an Ihrer Rente nichts. Davon profitieren zum einen die Beitragszahler, dass diese keine höheren Beiträge oder extrem höheren Beiträge zahlen müssen, und künftige Rentner profitieren davon, denn bei denen wird das Rentenniveau auf dem gleichen Stand wie aktuell bei Ihnen gehalten. Sie gehen leer aus. Und da fordert der Seeheimer Kreis jetzt für Sie, weil Sie ja auch die 3000 Euro Inflationsprämie schon nicht bekommen haben. Da sagen die, es wäre nicht mehr als fair, dass man es macht wie in anderen Ländern. Es gibt ja viele Länder, komme ich gleich drauf zu sprechen, die bereits die 13, Österreich sogar 14 Monatsrenten ins Leben gerufen haben. Und da wäre es nicht mehr als fair, den jetzigen Rentnern eine 13. Monatsrente zu gewähren, und das pro Jahr. Aber wie gerade gesagt, kommen Sie mal mit auf meinen Laptop, da zeige ich Ihnen mal den Artikel von Zeit Online, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie den selbst nachlesen wollen. Also wie gesagt, Zeit Online, die Thüringer SPD-Gruppe ist für 13 Rentenzahlungen pro Jahr. Teile der Thüringer SPD setzen sich für eine zusätzliche Rentenzahlung pro Jahr ein. Die Seeheimer Thüringen fordern die Einführung einer 13. Rentenzahlung in Deutschland. Das erklärte deren Sprecherin Katja Böhler in Erfurt. Sie ist Wirtschaftssekretärin und so weiter. Kommen wir zum Interessanten. Angelehnt an das 13. Monatsgehalt sollen auch Rentnerinnen und Rentner eine weitere Monatszahlung erhalten. Nach den Angaben von der Frau Böhler würde das Deutschland 27 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Also an der Stelle, meine Damen und Herren, jetzt auch keine so irrsinnig hohe Summe. Wenn Sie sich anschauen, da 10 Milliarden für ein Chipwerk, da 10 Milliarden für irgendeine Förderung, was weiß ich, wie viele Milliarden für sonstige Subventionen, da doch gerne auch, zumindest meine Meinung, 27 Milliarden für unsere Rentner. Also das dürfen die, die diese Nation aufgebaut haben, die damals verantwortlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für das Wirtschaftswunder waren, denen seien doch diese 27 Milliarden beim besten Willen gegönnt. Aber mal weiter, neben der Schweiz, da geht es jetzt um diese 13 Rentenzahlungen pro Monat, neben der Schweiz haben längst auch andere Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal und Italien die 13 Monatsrenten eingeführt. Meine Damen und Herren, Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, das sind doch die Länder damals, da hat Deutschland ja noch kritisiert in der Finanzkrise, was die sich erlauben und über den Staatshaushalt, die haben ihre Rentner jetzt gewertschätzt. Da ist die 13. Rente eingeführt. Gut, Schweiz ist jetzt nicht das ärmste Land. Ja, Österreich, wir haben schon oft darüber berichtet, Sie wissen es ja, Österreich zahlt 14
Renten im Jahr. Die Menschen, die Deutschland zu einem reichen Land gemacht hätten oder haben, dürfen im Alter nicht mit den bestehenden Belastungen im Regen stehen gelassen werden. So die Sprecherin der Thüringer Seeheimer. Und besser kann ich es auch nicht ausdrücken, meine Damen und Herren, die, ich habe es vorhin ja schon gesagt, die diese Nation aufgebaut haben, die Verantwortlichen, die Babyboomer für das Wirtschaftswunder, die darf man jetzt doch beim besten Willen nicht mit all den Belastungen im Regen stehen lassen. Denen muss geholfen werden, die brauchen bei den Rentenunterstützung, so zumindest meine Meinung. Aber schreiben Sie doch gerne mal unten in die Kommentare, wie Sie dazu stehen, was Ihre Meinung ist. Sagen Sie auch, als Maßnahme, um Rentner zu unterstützen, deren Rente beileibe ja nicht zum Leben reicht, zumindest für einen Großteil der Rentner, dass man da einfach sagt, 13. Monatsrente, die muss her. Andere Länder haben es vorgemacht. Warum das reiche Deutschland nicht? Wie erwähnt, mich würde Ihre Meinung da mal interessieren. Schreiben Sie mir diese in die Kommentare. Würde mich freuen. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Ich an der Stelle wünsche Ihnen natürlich diese 13. Monatsrente, dass die kommt. Aber wenn es ja schon mal Thema in der Politik ist, klar, jetzt erstmal der Seeheimer Kreis in Thüringen. Aber es ging ja jetzt auch durch die Medien. Das ist dann im Zweifel eine Forderung, die lauter wird. Sie haben es im Zweifel ja auch in der Hand über die Kommentare, dass das verbreitet wird, dass das laut wird. Teilen Sie das Video gerne bei WhatsApp und was auch immer, Facebook, wo Sie da auch unterwegs sind. Teilen Sie es mit Ihren Freunden und Bekannten, damit diese Forderung nach einer 13. Monatsrente laut wird, damit die auch in der Bundespolitik ankommt und nicht wie hier nur in der Landespolitik in Thüringen. Ich finde, das muss laut gemacht werden. Sie sind fast 22 Millionen. Wenn Sie nicht laut werden können, wer dann? Daher gerne teilen. Und ansonsten, wie schon gesagt, soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns natürlich in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.